Wer will die 10 Glückleitungen sind für Sie aktiviert, die zehnfache Einwahlchance. Jetzt müssen Sie sich echt anstrengen, meine Damen und Herren. Ist da jemand in der Leitung? Hat's geklingelt? Hallo? Hallo? 3, 2, 1, hallo? Mensch. Und 50 Cent sind pro Anruf aus Österreich 70. Und wenn man ein Handy benutzt, wird man noch ein bisschen mehr bezahlen. Deshalb bitte daran denken. Und hier ist der nächste Kandidat. Wer ist denn da? Servus, da ist der Sepp. Sepp, herzlich willkommen bei Money Express. Wie schaut's aus? Hast du eine Lösung für mich? Ja, ich denke, das ist das Bett. Das Bett. B-E-T. Nein, nein. Oh. Da kam schon der falsche Jingle. Gut aufgepasst. Nein, wir haben bei Brot das T. Und ich dachte aber auch, es wäre richtig. Sepp, es tut mir leid. Kassieren Sie die Kohle ab. Steuerfrei. Und hier ist der nächste Gewinner, hoffe ich. Herzlich willkommen. Wer ist dran? Guten Abend, Clarissa. Hallo Clarissa. Schön, dass Sie mit dabei sind. Haben Sie eine Lösung? Der Blitz. Blitz. B-L. Ach so, schreibt man mit TZ. Nein. Oh Clarissa, es tut mir leid. Schreibt man ja, geht nicht. Ja. Das ist ein Buchstabe zu wenig hier. Ah, das habe ich jetzt gar nicht gemerkt. Mist. Können wir es jetzt bitte abbrechen, Regie? Ihr merkt doch, dass es keinen Sinn macht. Hat alles so irgendwie keinen Wert. Mal alle raus aus der Leitung, meine Damen und Herren. Alle mal raus. Jetzt wird erstmal diskutiert hier. Also so geht's ja nicht weiter. Ne? Oh! Hey, wer ist denn da dran? Hallo? Ja, bitte... Aufgelegt, aufgelegt. Das gibt's nicht. Meine Damen und Herren, Sie sehen, wie schnell es gehen kann. Und wir starten noch mal gleich eine Runde hinterher. Das gibt's doch nicht, dass wir hier einen Aufleger haben. Also bitte gleich noch mal einwählen in 3, 2, 1 mit 5 Geldpaketen mehr. Und die Runde startet. Wir haben jetzt 25 Geldpakete und im Platz. Wer kriegt das jetzt hin? Na, bitteschön. Hey, die zwei Leitungen gleich aufgemacht und herzlich willkommen. Wer ist denn dran? Hallo, ich bin die Sabine. Hallo Sabine, herzlich willkommen bei Money Express. Hast du eine Lösung für mich? Das ist der Berg. Der Berg? B-E-R-G, ja. Berg. Ah, wir haben hier bei Bord das R an dritter Stelle und dann geht der Berg nicht. Ah, das ist ja aber echt so ein... Ich bin ganz schockiert. Guten Abend, wer ist in der Leitung? Guten Abend, hier ist der Uwe. Uwe, schön, dass Sie mit dabei sind. Meine Güte, jetzt bin ich ja ganz überrascht hier von deinem Anruf. Ja, ich auch, dass ich mal durchgekommen bin. Ja, was hast du denn raus? Na, den Benz, das Auto habe ich auch. Benz? Ja. Richtig? Das wäre eigentlich richtig, aber wir dürfen keine Marken oder Eigennamen hier mit benutzen. Steht oben, hier. Ganz da oben. Und es steht schon die ganze Zeit da. Bleibst du in der Leitung, bitte? Ist er noch dran? Habt ihr ihn schon? Regie? Das gibt's nicht. Jetzt wäre eins gegangen und es geht nicht. Ja, Benz. B-E-N-Z. Hätte gepasst. Wir dürfen aber hier keine Abkürzungen oder Eigennamen benutzen, meine Damen und Herren. Ja, also nur ganz normale Wörter. Und jetzt... Aber jetzt habe ich auch echt keinen Bock mehr. Wer hat eine Lösung hier? Es ist 2:30 und das Telefon klingelt. Einen wunderschönen guten Abend. Wer ist denn dran? Nein! Das gibt's nicht. Ich hätte jetzt wirklich aufgelegt. Sekunden, meine Damen und Herren. 70 Sekunden. Und das Telefon klingelt. Wer ist in der Leitung? Ja, hallo, hier ist der Thomas. Thomas, hey, du bist jetzt hier mit dabei und ich hoffe, du hast eine richtige Antwort. Ja, die richtige Antwort ist blau. B-L-A-U. Thomas, blau. Wir kontrollieren, das stimmt. Das stimmt, du hast es geschafft. 3.555 Euro und ein Plasma-Fernseher. Ich gehe kaputt. Hey, ich auch, Mensch. Gratulation, ich habe so lange auf deinen Anruf gewartet. Meine Güte. Ich habe noch mindestens 1.000 Mal probiert. Nee, Mann, das tut mir leid. Aber jetzt wirst du belohnt. Ich hoffe, du hast viel Spaß mit dem Fernseher und natürlich auch mit dem Geld. Bleib kurz dran, ja? Ja, mache ich. Mua.
Tschüss. Du bist was? Tschüss. Tschüss. Wir haben noch kurz Zeit. Wie? Was macht? Ah. Oh. Welches Streichholz muss man umlegen, damit die Gleichung stimmt, meine Damen und Herren? 8 minus 2 ist nicht gleich 8. 8 minus 2 ist... Jetzt haben wir 1,20 und es klingelt wieder. Das gibt's ja nicht. Einen wunderschönen guten Abend. Wer ist dran? Ja, hier ist Heinz Lehnert. Guten Abend. Herzlich willkommen. Haben Sie eine Lösung für mich? Ja, die 3 auf das Minuszeichen. Das ist richtig. Hey, das haben Sie richtig gut gemacht. Sie haben 300 Euro gewonnen. Danke. Und das um kurz nach 3 mitten in der Nacht. Herzlichen Glückwunsch. Bleiben Danke Sie kurz dran, ja? Viel Danke. Spaß mit dem Geld. So, meine Damen und Herren, das war's jetzt aber endgültig. Mensch, hat mir wieder eine Menge Spaß gemacht. Sie müssen unbedingt morgen auch wieder reinschauen bei meiner Kollegin. Bis dahin, schlafen Sie gut und haben Sie süße Träume. Tschüss.